Yeah. Get this down. Pop side. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, euch in unserer Parkside-Werkstatt begrüßen zu dürfen. Heute möchte ich euch ein Gerät vorstellen, das eigentlich in jede Hobbywerkstatt gehört. Eine Tischkreissäge mit genug Power, um auch durch dicke Platten und Massivhölzer schneiden zu können. Gerade wenn ihr Platten präzise zuschneiden wollt oder für ein größeres Projekt richtig Strecke machen wollt, ist eine Tischkreissäge eine Handkreissäge vorzuziehen. Jetzt schauen wir uns doch gleich mal an, was wir hier so alles haben. Und hier ist sie. Die Parkside Tischkreissäge. Gucken wir uns die Teile doch mal genauer an. Die Säge selber. Diese hat einen 2000 Watt starken Motor mit zwei vorwählbaren Geschwindigkeiten. So könnt ihr verschiedenste Materialien ohne Schwierigkeiten bearbeiten. Ein echtes Highlight. Das pulverbeschichtete Stahlgestell mit robusten Gummifüßen. Die zwei Seitenteile, also die Tischverbreiterung für den Sägetisch, damit auch größere Platten gut aufliegen. Dazu gehören dann auch immer Parallel- und der Queranschlag mit Skala. Das rote hier ist ein Schiebestock. Als Zubehör ist noch ein zweites Sägeblatt mit 48 Hartmetallzähnen dabei, mit dem ihr problemlos auch durch Plexiglas oder sogar Aluminium schneiden könnt. Vor der allerersten Nutzung dauert der Aufbau ein wenig. Dafür ist die Tischkreissäge dann aber jederzeit einsatzbereit. Mit ihrem Gestell beansprucht die Tischkreissäge keinen Platz auf eurer Werkbank, sondern steht auf ihren eigenen Füßen. Ein großer Vorteil in der Praxis. Die Säge selbst wird hier eingestellt und an- und ausgeschaltet. Das hier ist übrigens ein Sicherheitsschalter, der ein Wiederanlaufen nach einer Stromunterbrechung verhindert. An dem roten Rad könnt ihr die Schnitttiefe zwischen 0 und 85 mm stufenlos einstellen. Zum anderen kann ich damit das Sägeblatt kippen, um einen Gärungsschnitt zu machen. Der Einstellbereich reicht hier von 0 bis 45 Grad. Und an diesem Schalter kann ich aus zwei Stufen die Geschwindigkeit für das Sägeblatt wählen. Hier hinten könnt ihr auch gleich einen Nass-Trockensauger anschließen. Gerade wenn ihr regelmäßig mit der Säge arbeitet, eine Ergänzung, die sich lohnt. Ein praktisches Highlight ist der Schnittlinienlaser. Die Parkside Tischkreissäge zeigt euch mit einer roten Laserlinie die genaue Schnittlinie an. Und die Batterien für den Laser sind auch schon mit dabei. Schauen wir doch mal, was das gute Stück so alles kann. Ich habe mir gedacht, wir bauen uns eben mal einen kleinen Bilderrahmen. Das ist mit so einer Tischkreissäge schnell gemacht. Die gewünschten Längen markiere ich mir direkt auf dem Holz. Eine passende Holzleiste habe ich mir schon mal bereitgelegt. Dazu auch eine geeignete Sperrholzplatte für die Rückseite des Rahmens. Denkt wie immer an die Sicherheit. Brille und Gehörschutz tragen, keine Handschuhe. Die haben an schnell drehenden Werkzeugen nichts verloren. Jetzt sägen wir als erstes die Leisten auf das richtige Format ab. Das ist mit der Tischkreissäge gar kein Problem. Danach stellen wir den Queranschlag auf 45 Grad ein und schneiden uns die Gärung. Ganz einfach. Mit dem roten Schiebestock als Hilfe bleiben die Finger auch fern von der Säge. 8 kurze Schnitte, mehr braucht es nicht. Schon ist das Holz für unseren kleinen Bilderrahmen passend auf Länge. Der Parallelanschlag lässt sich beidseitig befestigen. So lässt sich auch die größere Sperrholzplatte schnell auf das richtige Maß zuschneiden. Nur noch eine Scheibe eingelegt und fertig. Das waren die wichtigsten ersten Schritte mit der Parkside Tischkreissäge. Ist wirklich ein tolles Werkzeug, an dem ihr bestimmt lange Freude haben werdet. So wie er hier. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Parkside Tischkreissäge und immer dran denken, egal was, du packst das.